willkommen zur neuesten Folge bei Herbert liest. Ich war ja jetzt ziemlich lange nicht mehr da. Und ich muss auch sagen, trotz der 6 Monate habe ich auch fast keine großen dicken Bücher gelesen, weil irgendwie komme ich nicht mehr dazu. Ob es an der Weltkrise lag, weil so viel in der Welt passiert ist und ich immer nur Nachrichten lese, oder ob es daran liegt, dass ich eine Midlife-Crisis habe, weil das Thema Altern beschäftigt mich sehr. Jedenfalls mein Thema ist, was mache ich mit dem Rest meines Lebens, und deswegen habe ich 3 Bücher dabei, 3 biografisch gefärbte Essays, die sich alle mit der Frage nach dem richtigen Leben beschäftigen. Und ich fange gleich mit dem ersten an, weil der mich wirklich richtig bewegt hat. Und das ist von Daniel Schreiber, Zuhause, mit dem schönen Untertitel Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen. Und diejenigen von euch, die hier Herbert Riess öfter gucken, die kennen Daniel Schreiber, denn wir waren ja schon mal bei ihm zu Hause in seiner Wohnung und haben mit ihm über seine Bücher gesprochen. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben, das von der Struktur so ähnlich ist wie sein Buch Nüchtern und ähnlich toll. Zuhause, Heimat, Zugehörigkeit, das sind ja alles wahnsinnige Themen im Moment. Das sind im Grunde auch politische Themen. Es gibt immer mehr Menschen auf der Welt, nicht alle, aber immer mehr, die entwurzelt sind, die um die Welt jagen, kosmopolitisch oder sonst wie, und die sich fragen, wo gehöre ich eigentlich hin? Und das ist die Kernfrage von diesem Buch. Also der Daniel Schreiber schreibt eine relativ persönliche, oder eine sehr persönliche Essay darüber, wie er in so eine Lebenskrise gerät. Der wohnt in Berlin, der hatte lange 7 Jahre in New York gewohnt, dann war er zwischendurch immer wieder in London, und dann gab es auch eine Liebesgeschichte, die zu Ende gegangen ist, und all das führt dazu, dass er auch mal sich fragt, wo ist mein Platz im Leben, wo ist mein Zuhause, und schreibt dann darüber, macht darüber so eine Art Meditation. Da gibt es zum Beispiel ein Kapitel über seine Urgroßmutter und überhaupt über die Verwandten mütterlicher und väterlicherseits, die alle in irgendeiner Form geflohen sind, die ursprünglich im Gebiet, was heute Ukraine ist, gelebt haben und die aus verschiedenen Gründen ihre Heimat immer wieder verlassen mussten und dann gelandet sind in Mecklenburg. Aber noch berührender und vielleicht das Kernkapitel dieses Essays ist sein Kindheitskapitel. Er schreibt, dass seine Zuhauselosigkeit gewissermaßen vielleicht daher stammt, dass er in seiner Kindheit dieses Gefühl des Ausgegrenztseins erlebt hat. Und das Kapitel, was er da schreibt, darüber, was es bedeutet, als sehr femininer Junge, dessen spätere Schwulsein sich schon mit 4 Jahren andeutete, in der Schule an einen extra Tisch gesetzt worden zu sein, Sachen, was die Lehrerin gesagt hat, den anderen Kindern, ihr dürft nicht mit ihm spielen, das hat natürlich dazu geführt, dass der ein ziemliches Trauma hinter sich hat und eigentlich dieses Dorf in Mecklenburg nicht als sein Zuhause oder benennt, weil er da die Sicherheit nie erlebt hat. Das ist vielleicht im Kern die Geschichte, die dann auf alles andere später im Leben ausstrahlt. Und hat einfach wahnsinnig schöne Kapitel. Eigentlich klingt es trivial. Jemand hat eine Krise und nach 1,5 Jahren und hat einen Liebesverlust und nach 1,5 Jahren ist er durch. Was er daraus gemacht hat, ist ein wahnsinnig kluger, schöner Essay. Nicht intellektuell geschwätzig. Also, für alle, die ihr zu Hause noch suchen und auch die, für die, die es schon gefunden haben, ich empfehle sehr Daniel Schreiber, Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen. Und mein zweites Buch für heute von Christoph Peters. Diese wunderbare Bitterkeit. Leben mit Tee. Ihr werdet euch fragen, was hat das mit der Frage nach dem richtigen Leben zu tun? Und dazu muss ich sagen, wenn man dieses Buch gelesen hat, weiß man das. Tee trinken und vor allem die japanische Teezeremonie und andere, aber die besonders, das ist eine Form von Weltanschauung. Das ist eine Form eigentlich auch von Meditation. Das ist eine Form des richtigen Lebens. Und da bin ich schon gleich beim Einstieg dieses Buches, den ich schon mal super finde, weil der Christoph Peters sagt einem erstmal, was der Unterschied von Kaffee und Tee ist. Kaffee ist natürlich hier für unseren Turbokapitalismus. Da stellt man sich so eine große, riesenchromige, umpanzerte italienische Kaffeemaschine in die Wohnung, kostet so viel wie ein Kleinwagen und muss ununterbrochen Koffein zu sich nehmen, damit man besser funktioniert. Ja, das ist das Kaffeeprinzip. Das Teeprinzip ist ganz anders.
Und da geht es hier in diesem Buch darum. Da erzählt einer im Grunde seine Biografie, seine Teebiografie. Und man liest das mit großer Freude, weil erstens hat man natürlich immer Anknüpfungspunkte. Man denkt, in den 80er Jahren habe ich auch mir parfümierte Tees gekauft. Und als Jugendlicher bin ich auch dazu gekommen, zum ersten Mal sowas Neues zu trinken, also seine erste Begegnung. Aber da sind dann auch so andere Geschichten drin, wie der sich so langsam in so eine Teewelt einarbeitet und die richtigen Kännchen kauft und die richtigen Schüsselchen kauft und die richtigen tönernen und porzellanenen Gefäße kauft. So, das erzählt er alles mit einer gewissen, erst ist das noch so Liebhaberei, aber Christoph Peters ist vollkommen klar, dass die Grenze komplett überschritten, also der ist ein bisschen teeverrückt, aber das macht überhaupt nichts. Gerade das macht den Reiz des Buches aus, weil er eben diese ganzen tollen Miniaturen erzählt. Und das ist zugleich urkomisch. Er bemüht sich, die japanische Teezeremonie nachzumachen. Und dann beschreibt er, wie er sich YouTube-Videos anguckt. Und dann wieder immer so ein Zeremonienmeister auf den Knien oder im, ich weiß nicht welchem Sitz, versucht gleichzeitig verschiedene Bewegungen zu machen. Und er beschreibt, wie er das 20 Mal wiederholt und dabei umfällt und das nicht elegant macht. Und über Jahre übt und wie er sich dann der Reihe nach auch die Teeklamotten kauft. Und das also die zeremoniellen Klamotten kauft. Es ist ziemlich, ziemlich komisch. Er beschreibt das schon auch ein bisschen selbstironisch, aber nicht sehr. Also man merkt, da ist er schon so ganz drin. Also all diese Sachen sind eine große Freude. Man erfährt nebenher natürlich auch was über chinesischen Tee, über die Teekulturen in Großbritannien, über Ostfriesentee, über British High Tea, wenn man so mit Scones und pappigen englischen Sandwiches und so. Das macht alles irgendwie Spaß. Das ist jetzt kein Buch, was einen in Ekstase vertreibt, weil es ist ja ein Teebuch. Ja? Also es ist eher so eins, was einen runterholt und wo das ganze Buch wie so eine Meditation auch ist. Und das auf eine Art auch. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, was soll ich dazu sagen? Eigentlich muss ich mich zum Schluss natürlich outen. Ich bin natürlich auch eher Teetrinker als Kaffeetrinker, aber ich gebe zu, dass ich die letzten 10, 20 Jahre, seitdem ich in England war, eigentlich immer nur diesen starken, kräftigen Beuteltee, so malzig mit ein bisschen Milch, also den klassischen englischen Bauarbeitertee getrunken habe. Und seit ein paar Monaten haben wir jetzt auch tolle asiatische Sorten. Und hier zum Beispiel gieße ich mir gerade einen koreanischen Organic Green Tea von der Insel Jeju ein. Das ist im Süden von Korea. Da war ich nämlich letzte Woche auf Dienstreise. Und der zum Beispiel ist auch ganz toll. Also, ich habe hier das ideale Buch. Das ist auch noch ganz toll illustriert mit so ganz süßen Illustrationen drin. Hier draußen sieht man das ja auch. Das ist ein ganz süßes Buch für Teeliebhaber und für solche, die es noch werden wollen. Und auch ein super Geschenk. Ich halte es nochmal hier in die Kamera. Mein drittes Buch für heute heißt Die Kunst, stilvoll älter zu werden von Susanne Meyer. Das hat den schönen Untertitel Erfahrungen aus der Vintage-Zone. Und man sieht natürlich, wie das ist mit dem stilvoll älter werden. Das muss farblich schon mal alles stimmen. Also, warum habe ich das Buch mir geholt? Es gab einen Grund. Das eine ist, dass mein Team auf der Arbeit sich schon darüber beschwert, dass ich dauernd darüber rede, über das Älterwerden. Und dachte ich, jetzt setze ich mich mal da professionell mit auseinander. Das zweite ist, ich habe Susanne Meyer letztens bei einer Moderation zum ersten Mal erlebt und habe ich gedacht, wer ist denn diese wahnsinnig lustige, kluge, intelligente Frau? Und habe mir sofort ihr Buch gekauft. So. Und das Buch war auch genauso lustig, wie ich das erwartet habe. Es ist ein extrem selbstironischer, bisschen böser, bisschen und sehr witziger Umgang mit der Tatsache, dass man älter wird. Frau Meyer wird dieses Jahr 65 und jetzt muss sie sich halt mit all diesen Auswirkungen des Alters, das sind erstmal die rein körperlichen, dass man ab und zu mal was hat, ein Zipperlein hier, ein Zipperlein da, das Knie tut nicht mehr so ganz und wenn sie dann beschreibt, wie sie nicht mehr ganz so elegant in ihren High Heels laufen kann, ist das ziemlich komisch. Aber natürlich auch die eher unschönen Seiten des Alters, wie dass es sowas gibt wie Altersbashing, ja? Dass der junge Mann im Porsche um die Ecke die anschnauzt, ey, alte Fotze, weil sie nicht richtig abbiegt oder sowas, ja? Oder weil man, dass man nicht mehr gesehen wird. All diese Sachen. Also sie beschäftigt sich mit dem Älterwerden in allen Variationen. Und was hat sie da als Rat, also es klingt ja wie ein Ratgeber, was hat sie da, gibt sie als Rat, ihr Rat ist im Grunde, dass sie sich alte Damen, vor allem Damen,
den einen oder anderen Herrn, aber vor allem alte Damen anguckt, die sie für Vorbilder hält, also Best Practice im Alter. Und da hat sie dann sogar 85- bis 90-Jährige, sie nennt das Grand Old Schachteln, ja, so Grand Old Schachteln aufgeführt, die sie beschreibt, auch mal sehr detailliert, wie die sich anziehen. Also Susanne Mayer geht schon sehr auch immer ums Anziehen, also ohne Etui-Kleid und Pepita und noch ein Schal und noch die Wildriederstiefelchen hier und das Tüchlein, da geht es hier gar nicht. Also das wird im Detail beschrieben. Ist ganz wichtig beim Stiefelaltern, auch große Schals und so. Ja. Also sie führt ein Best Practice vor und das ist alles sehr amüsant, das ist lustig, aber der Kern des Ganzen ist natürlich was ganz anderes. Die Kunst stiefvoll zu altern heißt natürlich eigentlich auch die Kunst stiefvoll dem eigenen Tod ins Auge zu sehen, denn wenn man 65 ist, dann denkt man sich, na jetzt habe ich vielleicht noch, wenn es gut läuft, 20 gute Jahre. Und wie sie das beschreibt, ja, also zu sagen, dem Nebel näher kommen, das hat schon eine gewisse Größe und eine gewisse Klasse. Das sind eigentlich das, was mir am meisten gefällt. Es gibt auch so ein Kapitel, natürlich, ein Lieblingsthema von mir. Sie ist, Susanne Mayer ist eine bekannte deutsche Literaturredakteurin, hat viel über Feminismus geschrieben. Da schimpft sie auch sehr deutlich und sehr laut. Und jetzt bin ich 65 geworden und wir haben so wenig als Frauen erreicht. Da habe ich dann schon manchmal so Gefühl, ob wir es hier nicht mit so einer Art Wohlstandsfeminismus höherer Töchter zu tun haben, die darüber maulen, dass sie nicht ganz an die Spitze gekommen sind, obwohl sie doch 98% der Männer längst überholt haben. Das finde ich dann so ein bisschen, naja, aber das ist vielleicht auch das Einzige, weil ansonsten ist das tatsächlich ein Buch, was Hoffnung macht. Und ich habe das gekauft, als sie den Abend moderiert hat und habe sie gebeten, sie soll mir was reinschreiben. Und was hat sie mir reingeschrieben zum Altern? Durchhalten und genießen. Und genau darum geht es in diesem Buch und ich habe jetzt einfach das perfekte Geschenk für all die nächsten runden Geburtstage, die in meinem Freundeskreis auftauchen und ich würde das wahnsinnig empfehlen. Und das war's für heute. Ich hatte drei Bücher dabei, die euer Leben verändern werden. Daniel Schreiber zu Hause, Christoph Peters, diese wunderbare Bitterkeit und Susanne Mayer, die Kunst, stilvoll älter zu werden. Mit den drei Büchern kommt ihr jetzt richtig weiter.